Meine Lieben, ich bin Legastheniker. Und in der Schule war das nicht so witzig für mich. Also unfassbar schwer habe ich mir dann mit allem, besonders mit Deutsch, mit Lesen und Schreiben lernen. Und ich habe vier Kinder. Zwei davon haben ADHS und ich würde sagen, drei haben Legasthenie. Aber das Schreiben und Lesen ist, glaube ich, ein bisschen falsch vermittelt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache etwas, das alltagstauglich ist, das kinderfreundlich ist, das additiv zur Schule funktioniert und wer weiß, vielleicht sogar ohne die Schule. Und ich habe gelernt von meinen Kindern und von vielen anderen auch, dass es möglich ist, die Schreibschrift, die Buchstaben, die Zahlen und so weiter auch anders kennenzulernen. Und dann kommt noch Kreativität dazu und Fantasie. Ich habe diesen Buchstaben eine Charaktere gegeben. Ich habe sie zum Leben erweckt. Und somit wird dieser Buchstabe nicht irgendetwas Abstraktes, das man da reinschreibt, sondern es hat plötzlich eine Lebendigkeit. Und man kann vielleicht auch sozusagen sich damit identifizieren und vor allem es finden in dieser Welt. Ich habe Dinge genommen, die man überall findet, egal wo man ist. Also, so habe ich mir gedacht, könnte ich das machen mit den Kiddies und habe deshalb ein Fantasieland erfunden, ein Buchstabenland. Aber ich habe natürlich auch ein Menschenkind gebraucht. Und einen Buchstabenmeister, der ihn führt und der dort hindurchgeht. So wie das man sagen könnte, der Lehrer das mit dem Schüler macht oder die Mutter mit dem Kind macht, wenn es sie quasi anleitet, durch ein gewisses Gebiet zu gehen im Leben. Und es beginnt natürlich mit der morgendlichen Routine. Und das müssen mir Eltern zum Beispiel dem Kind zuerst vermitteln, dass es überhaupt die Disziplin erlernen kann, sich auf den Tag vorzubereiten und diesen Dingen nachzukommen, die ganz wichtig sind. Ordnung für sich. Gut, ich erzähle euch weiter. Bleibt dran.